Yo Leute, herzlich willkommen zurück. Das Tor von Kitesh vor. Und dafür nehmen wir das Kartenset von Rosie Gold mit Panzerplatten, man lebt nur einmal, Giftigkeit, Erste Hilfe und leere Magazine. Los geht's. Für den nach wie vor ziemlich billigen Spottpreis von 2000 Credits. Im Ernst, ich kann nicht glauben, dass die Entwickler das tatsächlich eingebaut haben, für gerade mal 2000 Credits sich so aus so vielen Kombinationen innerhalb der besten Liste sich das Beste rauszupicken, was für den eigenen Spielstil am besten ist, um dann anschließend damit das komplette Level durchzurotzen. Okay, Tor von Kitesh, gerade mal 44.000 Punkte sind notwendig, trotz einer Sollzeit von 9 Minuten 30, also, trotz einer Sollzeit, die nah an 10 Minuten dran ist, dass nur so wenige Punkte notwendig sind, zeigt quasi, dass das Spiel damit rechnet, dass man den Multiplikator öfter verliert. Aber da wir hier ja wieder ein paar schöne Gegner haben, an denen wir uns die Punkte schön in die Höhe treiben lassen können, sollte es gar kein Problem sein, diese Punktzahl zu erreichen. Nicht im geringsten. So, upsala. Was war das denn jetzt? So, da. Bei der Gelegenheit. Ich wollte gerade sagen, da oben war doch noch so eine Laterne. Jawohl. Noch erwischt. Zack. So. Wenn ich Glück habe, kann ich an den ganzen Unsterblichen hier vorbeischlüpfen. Sieht gut aus bis jetzt. Perfekt. So. Gleich kann es sein, dass ich meinen Multiplikator verliere, denn... Genau. Das erste Mal, dass Lara sich... Sie schießen auf mich. In Richtung eines Katapults begeben soll. So. Zack. Da. Hier um die Ecke müssten dann schon, ja. Oder auch doch nicht. Doch, da kommen sie. So. Waren das alle? Oder ist hier noch einer? Scheinen alle gewesen zu sein. Ja, spätestens hier verliert man den Multiplikator, wie ihr seht. Aber wir haben die Goldtrophäe bereits im Sack. Wie? Fast immer. Okay. So. Goldmedaille, wir kommen. Zack. Und zack. Und zack. Na komm schon, hoch mit dir. Lara, das schaffst du doch wohl noch. Und das war's ja noch nicht mit den Gegnern. Hier kommen auch nochmal ein paar. So. Das waren schon alle hier oben. Ich muss das Tor niederreißen. Jo. Kein Problem, Lara. Das muss reichen. Dann mal los. Und zack. Jawohl. Okay, jetzt liegt der Timer während der Cutscene ab? Das ist ja jetzt schon dezent gemein. Das war doch vorher nie so.
Also lag es nicht daran, dass das Spiel erwartet, dass man den Kombozähler des Öfteren verliert, sondern dass das Spiel dafür sorgt, dass man den Kombozähler verliert. So rum muss man es betrachten. Uiuiui. Haha. Perfekter Schuss. Zack. Und hier nochmal. Zack. Ach, egal. Zack. Wie gesagt, wir haben es schon längst im Sack. Und das Kapitel ist hiermit ja noch lange nicht vorbei. Wir haben immer noch ein paar Gegner zu erledigen. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat seinen Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Genau, hier kommen wir nämlich noch an einen kleinen Encounter mit den Unsterblichen. Oh oh oh. Böser Mann. Böser Nahkampfmann. Oh shit. Yikes. Die übertreiben es jetzt aber auch mit den Katapultschüssen, oder? Ah. Waren das alle jetzt? Müssten doch langsam alle gewesen sein. Ja. Hast geschafft. Perfekt. Jawohl. Fast 250.000. Also mehr als das Fünffache von dem, was wir eigentlich gebraucht hätten. Läuft. Ha. Das war schön angenehm. Das war ein schöner, angenehmer Start in den Part. Hat mir sehr gefallen. Dann machen wir doch direkt noch das Level hinterher, was davor storymäßig kommt, namentlich der Weg der Unsterblichen. Und hierfür nehmen wir das Kartenset von der Nummer 3 auf der besten Liste, Captain James Alex. Giftigkeit, Panzerplatten, leere Magazine, erste Hilfe und man lebt nur einmal. Easy peasy. Hoppala. Da habe ich mich jetzt wieder kurz erschreckt, weil mein Stuhl wieder nachgegeben hat. Mein schicker Bürostuhl. Ja, manchmal springt der Hebel raus, der den Stuhl fixiert, sodass ich mich nicht zu sehr damit nach hinten lehnen kann. Und dann, ja, falle ich fast schon geradezu nach hinten. Aber wenigstens ist es nicht so wie letztes Mal. Das letzte Mal, als mir das passiert ist, habe ich aufgrund des Schreckmoments tatsächlich sogar die Aufnahme versaut. Und habe, glaube ich, von irgendeinem Projekt, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, es ist mir in Neo passiert. Und dort sind mir dann die ersten Aufnahmeminuten, glaube ich, verloren gegangen. Von dem ursprünglichen Part. Aber war im Nachhinein nicht so schlimm. Da habt ihr eh nicht viel verpasst. Von daher passt schon. Passt schon. So. Hoppala, da bin ich zu früh gesprungen. Egal. Zack. So. Wie ihr seht, beim Weg der Unsterblichen fangen wir schon deutlich später an als erwartet. Ich hätte ja eher drauf getippt, dass wir noch viel früher bei diesen Kletterpartien starten. Bei dem Kapitel. Aber nein. Denn jetzt gleich, genau, kommt das hier. Oh. Ja, und dann landen wir hier unten.
Easy. Oh, oh, oh. Puh. Oh. Da hat er noch versucht, sich vom Rand aus anzuschleichen. Der kleine Flechdachs. Hä? Da habe ich doch perfekt drauf gezielt. Guck, habt ihr das gesehen? Das ist doch eine Laterne, oder nicht? Oder ist das Camouflage? Benutzt da irgendein anderer Gegenstand gerade die Textur einer Laterne und tut so, als wäre sie als wäre der Gegenstand abschießbar und Punkte wert? Ist ja gemein. Das finde ich ja sehr frech. Jawohl. 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 Okay. Ist hier überhaupt noch einer? Ich habe das dumpfe Gefühl, ich habe hier schon längst alle erledigt. Ah ja. Oh. Na egal. Ich glaube, die Goldmedaille haben wir auch hier wieder im Sack. Oh, das gibt's doch nicht. So. Ah ja. Akine, Schrott aus der Bühne! Wow, 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 wow. Da sind ja doch noch Bodenschützen. Oh, ich dachte, die werden despawned. Nope. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wie ihr seht, ein sehr schickes, kleines, kurzes Kapitel, das man innerhalb kürzester Zeit sehr schnell auf Gold bringen kann. Obwohl nur 80.000 benötigt waren, haben wir es auf 300.000 geschafft. Läuft! Ha, sehr schön. So kann es ruhig weitergehen. Okay, das letzte Story-Kapitel in Anführungszeichen, was dann noch übrig bleibt, wäre dann ja der Turm. Okay, der Turm. Wir nehmen die Karten von der Nummer 4, Sunward Minao. Erste Hilfe, leere Magazine, man lebt nur einmal, Giftigkeit und Panzerplatten. Let's go! Ha, herrlich. Da schneiden wir jetzt gerade richtig schön durch den Punkteangriff. Wie ein heißes Messer durch die Butter. Herrlich. Dieser Tipp mit den Kartensets, die man sich leihen kann, war wirklich Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes hier tatsächlich. Ohne die wäre es mir nur sehr schwer gefallen, Gold zu kriegen tatsächlich. Ha. Riesen Dank nochmal an King Rico für diesen wunderbaren Tipp. Der rettet mir momentan wirklich, vor allen Dingen auch zeitlich, ja, rettet bei mir so ziemlich alles. Oh shit. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ah, Gesundheitsregeneration, immerhin, ne? Wobei, war die nicht ausgestellt? Ach, egal. Ich hinterfrage das Ganze jetzt nicht. Und ich glaube, dieses Kapitel hier ist das letzte, was wir noch, machen müssen, indem wir eine Punktzahl von über 100.000 erreichen müssen.
Ah, egal. Ah, hier haben wir schon mal ein bisschen was zum Heilen. Perfekt. So, das hier. Wie zerstöre ich das hier noch einmal? Ah, hiermit. Okay. So, wollte schon sagen. Oh shit. Oh, das gibt's doch nicht. So. Nein, 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 nicht ins Feuer, nicht ins Feuer, Lara. Ach. Mal gucken, ob wir es hinkriegen mit den 100.000 Punkten. Oder 110.000 sind es hier, glaube ich. Sollte in der Theorie kein großes Problem sein. Ja, ich stimme dir zu, Lara. Trinity ist einfach nur noch hassenswert. Haha! Haha! Erwischt. Geil. Ich erwische lauter Gegner, die ich noch nicht mal sehe. Ich liebe es. Ach, ernsthaft? Wie haben die das denn jetzt hingekriegt? Shit. Da ist einer. So. Mieser Sack. Oh, ich dachte, hier in der Ecke wäre noch was. Ah, da ist was. Whoops. So. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Mhm. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Sie sind hier. Okay, wie kann das sein? Schon wieder. Zweimal ist das jetzt passiert. Lara, bist du da? Okay. Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt, haltet durch. Schon unterwegs. Das ist jetzt zweimal in der Cutscene passiert, dass da stand überspringen. Da stand überspringen. Ich drücke auch das Touchpad, um zu überspringen. Aber das Spiel sagt sich, nö, du hast nichts gedrückt. Oh, oioioi. Chill dein Leben. Okay. So. Oh, egal. Wir kriegen es auch so hin. Wie ihr seht, wir haben hier keinerlei Probleme. Houston, wir haben kein Problem. Wir brauchen Verstärkung hier. Ja, die braucht ihr eindeutig. Oh ja, das bin ich. Lara ist der lebendige Tod. Wollte schon sagen, ey. Mr. Shotgun-Type schafft es ernsthaft, mich so oft auszumanövrieren?
kann ja wohl nicht wahr sein. Versuch es nur. Na los. Haha. Feind entdeckt. Glaubt ihr, das hält mich auf? Ach. Ihr seid süß. Und abgehakt. Jacob. Sie sind weg. Jo. Perfekt. Zack. 269.922. Lockere Goldmedaille. Sehr schön. Das bedeutet, ab jetzt haben wir eigentlich nur noch die Herausforderungsgräber übrig. Und selbst davon sind es nur noch wenige. Die Grube des Urteils, die Bäder von Kitesh, das Orrery und die Exorzismuskammer. Das sollten wir alles doch relativ fix hinkriegen, theoretisch. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit der Grube des Urteils erstmal an. Okay, bei der Grube des Urteils bedienen wir uns des Kartensets von Warrior of Doom. Mühsal, man lebt nur einmal, weggesteckt, anfällig, Gebrechlichkeit. Hier ist es im Prinzip egal, ob man Erste Hilfe oder Mühsal nimmt, denn schließlich wird man in den Herausforderungsgräbern eigentlich eh nicht mit Gegnern konfrontiert, von daher, braucht man sich auch nicht zu heilen, ne? Es sei denn, man fällt irgendwo unglücklich aus großer Höhe, ne, aber wir hoffen da jetzt mal nicht drauf. Okay. Und 375% zugegeben bei einer Punktzahl von gerade mal 6000, die man zu erreichen hat, ist das schon ein bisschen Overkill. Ich geb's ja zu. Aber egal, die Grube des Urteils ist ziemlich fix durch. Sollzeit gerade mal 4 Minuten. Kriegen wir fix hin. Sofern die Ladezeit mich bald mal endlich ins Level ausspuckt. Danke. So. Na dann. 6000 Punkte. Sollten doch locker zu erreichen sein. Ja, da rechts habe ich einen übersehen, ist mir jetzt aber gerade egal. So, erstmal gehen wir hier hoch. Vorsichtig. Jawohl. Die Plattform müsste sich drehen lassen. Genau. Jetzt kommt das Gekurbele. So, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir hier nur einmal links rumdrehen. Nee, Quatsch. Doch, ist richtig. Links rumdrehen, allerdings zweimal. So rum. Genau. Jetzt ist theoretisch, sich der Wagen schieben lassen. Ist ja theoretisch egal, wie rum man das Ding dreht. Es muss ja einfach nur um 180 Grad gewendet werden. Mehr nicht. So, wir haben schon längst die Punktzahl erreicht. Nach dem Multiplikator wird das eh dann Zwangsgebete. Easy erreicht. Wir haben die Punktzahl sogar jetzt schon fast erreicht, ohne dass wir. Uiuiui. Ah, schade. Egal. Wir haben die Punktzahl jetzt schon fast erreicht, ohne dass wir überhaupt den Multiplikator bräuchten. Naja. Dann können wir jetzt in aller Ruhe das Grab zu Ende bringen. Und dann war's das. Zack. Perfekt. Okay. Nicht elegant, aber effektiv. Jo. Sollte reichen. Okay. Genau, hier war ja auch noch was. Ich muss den Wagen irgendwie anheben. Mensch. Jetzt wollte Lara gerade wieder nicht. Und da haben wir schon die 6000.
herrlich. Und hier mal wieder das Münzversteck mitten in den Brettern. So. Genau. Hier unten angekommen, kurbeln wir dann einmal nach links. Damit wir... Upsala. Das hier überhaupt drauf bekommen. So. Und anschließend kurbeln wir hier noch einmal nach rechts. So. Damit die Plattform, wenn wir sie jetzt nach oben wieder kurbeln, perfekt ausgerichtet ist. Nice. Hoffen wir, dass nicht alles zusammenbricht. Wird schon schief gehen, Laura, ne? Und das war's dann auch schon. Nice. Reicht das? Ja, eindeutig reicht das. Siehst du das? Ein durchschlagendes Ergebnis, kann man sagen. Ein durchschlagender Erfolg, so sagt man es ja. Ja, ich weiß, dass ich gerade meine eigene Pointe dezent versaut habe. Egal. So. Und jetzt genießen wir nochmal den leckeren Punktemultiplikator. Nice. Über 40.000. Sehr schön. Und das war's. Mit diesem Level zumindest. Als nächstes, ich kenne jetzt gerade noch nicht mal den Namen des nächsten Herausforderungsgrabs, müsste ich schnell nachgucken. Die Bäder von Kitesh mit 12.000 Punkten, die für Gold notwendig sind. Na dann, los geht's. Und zwar mit dem Kartenset von Bowen TWN. Mühsal, man lebt nur einmal, entflammbar, Gebrechlichkeit und anfällig. Gebrechlichkeit, da möchte ich aus irgendeinem Grund immer Gerechtigkeit lesen. Ich weiß auch nicht wieso. Okay. Tauchen wir direkt rein in die Bäder von Kitesh. Das ist, glaube ich, das drittletzte Level, das ich tatsächlich auf Gold zu bringen habe. Und ich glaube, das Level mit der höchsten Sollzeit von denen, die noch übrig geblieben sind, glaube ich. 8 Minuten 30, ich glaube, die anderen haben nur ungefähr 5 Minuten, so um den Dreh rum. Werden wir ja gleich sehen. So oder so. Der Rest der Punkteangriff-Level ist eigentlich nicht mehr der Rede wert. Das ist ein Badehaus. Zack. Wurde es absichtlich geflutet? Es muss einen Weg da reingeben. Genau. Zuallererst. Hoppala. Machen wir den hier. Schießen dann das hier ab, damit der Punktemultiplikator an einer günstigen Stelle stehen bleibt. Genau. Hier auf dem Weg liegen noch genug von denen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Böse Laura. So. Als nächstes wird das Rot dorthin befestigt. Und wir werden eine weitere Lampe abschießen, um den Multiplikator wieder oben zu lassen. Na toll, jetzt sind wir an den Irrlichtern vorbei. Egal, kriegen wir auch so hin. So. 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 Wollte schon sagen. Geschafft. Kurz warten. Nein. Ach, egal. Ach, ich muss schon gar nicht mehr drehen. Ach, guck mal. Dann ist ja gut.
So. Genau. Oh nein. Ach egal. Ich kriege sowieso noch die nötige Punktzahl. So. Als nächstes gehen wir dorthin mit dem Boot. Und ich kriege immer noch... Jetzt kriege ich erst die Irrlichter auf dem Weg. Wow. Okay. Na dann. Zack. Oh. Hoppala. So. Oh. Stimmt ja. Erst einmal... das hier zurückziehen. Dass das Wasser sinkt und wir das Boot hoffentlich direkt verbinden können. Upsala. Jawohl. Hat funktioniert. Perfekt. Ah ne, Quatsch. Na egal. Ja, ich habe den Sprung verkackt, ich weiß. So, ein bisschen warten. Oh, das Wasser steigt jetzt aber auch wirklich sehr, sehr langsam. Heute noch, bitte. Das müsste doch jetzt längst in Griffreichweite von Lara sein. Guckt euch das an. Oh Mann. Okay. So. Zack, zack. Oh. Ein kleines Gefäß übersehen dort hinten, aber egal. Vollkommen egal. Wir haben es jetzt im Prinzip schon im Sack. Jawohl. Genau. Zur Bestattung zurechtgelegt. Ein Massengrab. Ah. Da noch welche? Nö. Okay, das waren alle. Sehr gut. Ja, easy peasy. Oh. Stimmt ja. Perfekt. Und Grab beendet mit der benötigten Punktzahl. Mit dem Zeitbonus zusammen hätten wir sogar echt locker die Punktzahl noch erreicht. Nice. Sehr schön. Fehlt nicht mehr viel zu Platin, Leute. Okay, das Orrery mit den Karten von Boss Mad Max. 4 Stück, offene Wunden, Mühsal, Gebrechlichkeit und man lebt nur einmal. Moment, 1600 Credits? Ach so. Stimmt, weil es eine Karte weniger ist. Also wird pro Karte eben, pro Karte werden 400 Credits berechnet. Deshalb. Hab mich schon kurz gewundert. Ich denke gerade, Moment. Ich habe mich schon kurz verguckt und dachte, da steht 16.000. Wenn der Preis so plötzlich angestiegen wäre, das wäre heftig gewesen. Zugegeben, zwar heftig, also im Sinne von überraschend, aber ich habe mittlerweile genug Credits. Da hätte ich mir auch das locker leisten können. So. Okay. Na dann, hoppala. Als erstes versuche ich schon mal im Voraus hier alles an seinen rechten Platz zu zerren. Zack. Moment.
Moment, hat das da hinten jetzt nicht geklappt oder vergucke ich mich? Ah doch, klappt ja. Okay, hab mich nur gewundert. Nee, klappt doch nicht. Ha. Wollte schon sagen, irgendwas stimmte da jetzt nicht. Na gut. Vielleicht klappt das aus der Entfernung einfach nicht. Ups. So. Ja. Wenn das Geräusch schon ertönt, dann habe ich wohl alles richtig. Sehr schön. Oh, stimmt ja. Wenn ich balanciere, kann ich leider nicht schießen gleichzeitig. So. Perfekt. Sodele. Oh. Okay. Hat nochmal geklappt, auch wenn ich die falsche Taste gedrückt habe. Es ist versperrt. Ich muss nur den Mechanismus lösen. Naja, falsch in dem Sinne war es ja nicht. Es war eher eine Alternative. So. Genau. Auf der anderen Seite ist noch ein Schloss. Na dann. Das wird auch natürlich direkt gelöst. Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Mhm. Als nächstes das hier wieder zurückpacken. Perfekt. Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ja. Oh, da hätte ich eventuell noch einmal nachgreifen können, aber jetzt naja, muss ich egal. Das ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Ja. Ich habe jetzt eh schon alles, was ich brauche an Punkten gesammelt. Von daher passt schon. Ah ja. Als nächstes muss das hier erklommen werden. Und zack. Jetzt wäre es auch nicht schlimm, wenn ich sterben würde. Die Punktzahl bleibt eh hoch genug. Ja, stimmt. Da war ja was. Geduld, Lara. Genau. Jetzt. Oha. Habe ich ja nochmal Schwein gehabt. Den Sprung, obwohl ich ihn beim ersten Mal oft genug verkackt habe, als ich hier war, habe ihn trotzdem geschafft. Beim ersten Mal. Läuft. Hätte ich nicht gedacht, dass das direkt beim ersten Mal funktioniert. Ich dachte, ich würde hier ein paar Mal sterben jetzt. Sehr gut. Oh. Naja, dann mache ich das hier rüber. 6000 Punkte schon. Läuft. Und hepp. 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 Und hepp. Erledigt. Das war das vorletzte Level im Punkteangriff, Leute. Sehr gut. Ja, ihr habt's schon gemerkt, ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze in diesem Part zu Ende zu bringen. Bietet sich ja gerade an und das würde dann eben auch bedeuten, dass wir im nächsten Part direkt mit einem DLC weitermachen können. Yay! Okay. Genau, das letzte Level, das wir jetzt noch brauchen, ist die Exorzismuskammer. 5000 Punkte. Locker. Das allerletzte Level, das uns noch von der Platin trennt. Also dann... Ich habe übrigens schon nachgeguckt, ich glaube, so ziemlich jeder in dieser Bestenliste
hat eine ganz bestimmte Karte immer in seinem Deck, und zwar Halt. Halten Sie Viereck gedrückt, um sich an Kanten zu hängen. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Karte nach Möglichkeit immer vermieden, aber ich glaube, in der Exorzismuskammer hat man eh nie wirklich eine Stelle, an der man sich festhalten müsste. Und selbst wenn, ich denke mal, das sollte ich hinkriegen, dass ich da an der Stelle dann auch mich mit Viereck festhalten kann. Ich denke mal, das sollte ich zumindest für das eine kurze Level noch hinkriegen. Kann sein, dass irgendeiner in dieser besten Liste diese Haltkarte nicht in seinem Set hat. Ich habe zumindest keinen gefunden und ich muss zugeben, ich habe die meisten auch eher so im Schnelldurchlauf durchgeguckt. Also ich habe jetzt nicht jeden einzelnen, der in der besten Liste eingetragen ist, tatsächlich überprüft, ob er die Haltkarte nicht in seinem Inventar hat. Kann sein, dass einer dabei ist, ich habe ihn nur nicht gefunden. So. Mein Gott. Wenn ich richtig liege. Na toll. Da wurden mir direkt schon Punkte abgezogen. Okay. Egal. Dann habe ich noch genug Zeit, um mich hier umzugucken. Dann kann ich genauso gut auch an all den Dingern vorbeigehen. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Ich weiß auch schon wie. So, upsala. Und zwar öffnen wir einmal das hier. Und einmal das hier. Beides zusammen. Und schon können wir hier unten den Käfig lösen. Ja, geschafft. So. Schon können wir den Käfig rausziehen. Gut, müsste hoch genug sein. Genau. Ich weiß, wie viele hier gestorben sind. Ach, das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Ja. Wir wissen ja auch schon, wie man das macht. So, von der Punktezahl her sollte ich das noch gut genug in die Höhe treiben können. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, knapp. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Einmal. Und zweimal. Bam. Nein, ich bin nicht nah genug. Ups. Scheiße, habe ich jetzt irgendwas übersehen? Moment. Ach, shit, ich habe einen Schritt vergessen. Fuck. Aber nicht schlimm, es sollte trotzdem noch gehen. Von der Punktzahl her sind wir eigentlich hoch genug. Ach, aber trotzdem ärgerlich. Kann ich das auch von hier oben aus machen? Schauen wir mal. Ja, von hier oben aus bin ich auch in der Lage, das Ding zu drehen. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Egal. Nice. Hat geklappt. Oh, ouch. Oh, ich wollte eigentlich die Kiste öffnen, aber Lara geht stattdessen an den Codex-Eintrag. Naja, soll mir recht sein. Und Leute, wir bekommen jetzt ein paar Trophäen, gefolgt von der Platin. Wir bekommen weiter so. Wir bekommen die Trophäe Goldenes Kind. Und die Platin-Trophäe von Rise of the Tomb Raider. Yes! Leute, wir haben es hingekriegt. Haha! Tut das gut. Ihr glaubt es gar nicht. Sehr, sehr schön. Ja, aber wie ihr wisst, das Projekt ist damit noch nicht vorbei. Es gibt immer noch insgesamt 5 DLCs,
die es in dem Spiel abzuschließen gilt. Ich werde sie in der Reihenfolge, in der sie in der Trophäenliste stehen, auch abschließen. Von oben nach unten. Ja, generell, was die Platin angeht, vom Schwierigkeitsgrad her, klar, beim Punkteangriff gab es jetzt so den ein oder anderen, das ein oder andere Level, wo ich mich ein bisschen dran aufgehangen habe. Wo ich es mir aber auch zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger gemacht habe. Ne, wie man ja gesehen hat, wenn man den Multiplikator relativ konstant hält und ihn möglichst nicht unterbrechen lässt, dann ist man teilweise auch so in der Lage, die Punktzahl zu erreichen. Selbst wenn jetzt die Karte "Man lebt nur einmal" rausnehmen würde, hätte man am Ende trotzdem immer noch genug Karten, genug Punkte für die Goldmedaille gehabt. Von daher, man kann sich ja die Kartensets quasi ausleihen, wie sie für einen selbst am besten passen. Dementsprechend, ja, bleibt es einem selbst überlassen. Das ist eben das Schöne. Wenn ich mir selbst die Karten hätte erfarmen müssen, um eben, mir die ganzen Level, um mir die Punktemultiplikatoren hochzutreiben, dann hätte ich den Punkteangriff-Modus tatsächlich als schwieriger, deutlich schwieriger empfunden. Aber wie gesagt, durch den sehr hilfreichen Tipp, dass man sich die Kartensets für gerade mal läppische 2000 Credits ausleihen kann, ist das Ganze hier wirklich locker von der Hand zu machen. Hier und da stolpert man vielleicht ein bisschen, aber insgesamt passt das eigentlich. Also der Punkteangriff-Modus war eine schöne kleine Abwechslung, die ganzen Level aus dem Spiel noch einmal auf eine andere Art und Weise zu spielen, quasi im Speedrun-Modus, dass man dann eben auch versucht, sich die Punkte perfekt einzuteilen, dass man sich teilweise Punktequellen auch noch aufhebt, falls man einen Weg nochmal zurücklaufen soll. Da musste man so ein bisschen überlegen. Zugegeben, ich habe jetzt den Überlegen-Punkt ein bisschen übersprungen aus Zeitgründen, um eben um es auch ein bisschen fixer hinzukriegen. Von daher, ja, der Punkteangriff ist unter diesen Umständen und unter diesen Aspekten nicht schwer zu machen. Und war, wie gesagt, eine schöne kleine Abwechslung und ein schöner kleiner Modus auf dem Weg zur Platin. Hat mir durchaus gefallen. Ne, ich habe wirklich gedacht, ich würde damit sehr viel hadern und sehr viel Probleme mit haben. Aber nö, das hat ziemlich gut funktioniert. Überraschend gut. Ja, Leute, damit geht das Platin-Let's Play von Rise of the Tomb Raider zu Ende. Aber es werden noch einige 100%-Let's Plays folgen von den ganzen DLCs. Und das erste DLC werden wir direkt morgen anfangen. Ich bin gespannt darauf. Ich werde mich dazu auch ein kleines bisschen einlesen, um zu gucken, wie man da die 100% am besten erreichen kann, in welcher Reihenfolge, auf welche Art und Weise. Gibt es da bestimmte Tipps und Strategien und so weiter und so fort. Ihr werdet euch jetzt denken, so genau musst du dich einlesen. Ja, ihr werdet es merken, wenn ich zu dem morgigen DLC dann auch komme. Als dann, an dieser Stelle, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und dann sehen wir uns beim nächsten 100% Let's Play. Bis dahin, Leute, ciao, ciao und frohe Trophäenjagd!